Meine Lieblingsbeschäftigung ist Nasebohren, das finde ich schon immer toll. Bisher wurde das nicht so gern gesehen, aber jetzt sagen die, ich soll mir zweimal in der Woche hochoffiziell ein Stäbchen in die Nase stecken. Und alle in der Klasse, die machen das auch, keiner braucht sich mehr verstecken. Früher hieß es, das ist ungesund, wenn du puppelst und entweht. Aber scheinbar hat sich unsere Nasenschleimhaut das jetzt anders überlegt. Ach so. Da fällt mir ein, das ist wie mit dem Medienkonsum, der für Kinder auch schädlich war. Mittlerweile gehen 8 Stunden Bildschirmarbeit auf jeden Fall locker klar. Ach so, ich wollte ja nur mal fragen. Ach so, jetzt wo das mit dem Nasenbohren jeder macht, voll am Mainstream. Unbequeme Fragen.